Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es, MC Muffix. Wir sind hier mit der werten Marie Antoinette, Mozart und Jeanne hier in einem Wald untergekommen und mussten uns hier gegen einige Monster bewappnen. Marie Antoinette und Jeanne haben hier ein bisschen Girl Talk gehabt, ein bisschen hier schön getratscht. Über uns. Noch nicht über uns. Weil es geht darum, dass Jeanne mal die richtige Liebe finden muss. Und ganz ernsthaft, also. Sie hat natürlich eine große Auswahl. Nur Mozart und wir sind da. Mozart ist ein Perversling. Doch, Dr. Roman, aber der ist weit weg. Und ja, da hat sie ja nicht die große Wahl. Wir nehmen den. Da kommen schon zu viel Riders. Das heißt, wir nehmen am besten keinen Caster, sondern nehmen wir mal hier wieder Jeanne. Das ist, glaube ich, gut. Und wir könnten ja theoretisch mal wieder Mordmord nehmen. Mordmord. Bei mir, Martha ist, seitdem ich Tales of den gespielt habe, Tales of Symphonia, Dawn of the New World, ist bei mir der Martha, ist bei mir Mordmord. Okay, so, nehmen wir das so. Und, boah, Mordmord. Gib mir dir auch noch irgendwas Schönes, oder? Hier, yeah, Healing-Effekt, ne? Das lohnt sich eigentlich eher nicht so. Die hat so viel Leben, aber macht so auch so richtig wenig Schaden. Wisst ihr, wen ich eigentlich auch mal wieder einsetzen könnte? Neuer Plan. Enke du, meine guten Freunde. Das geben wir ihm schön. Na, wartet. Das muss ich ihm geben. Das ist cool. So. Kann man auch endlich einsetzen. Okay. Dann starten wir mal. Das ist mein Dreamteam einfach. Da kommen eh alle möglichen Servants, also können wir das gut machen. Also, noch mehr Gegner, oder? Servants detected. Oh, multiple lifeforms detected. Master. Prepare for battle. Yes. What a drag. I've detected it, too. Having good hearing isn't always a good thing. In fact, I heard the sound so much it makes me want to scream. The sound of an enemy's footstep is worse than a high-pitched trumpet. You can hear them at this distance? Of course, I became a servant because of my music. I can detect any sound wave in the air. For an instance, the sound of you and Maria sleeping when we were camping. I enjoyed listening to them both. But not just the sound of you sleeping, I've recorded all the tiny sounds of your body, makes it my Wolfgang recorder. A sexual harassing servant? I'm sorry, Mash. Master's keeper, I apologize. But bear with him a little. Without his ears, he's nothing more than a pervert. What are you saying? Human beings create filth just by living? Only be realizing that can you create true music. Life is filth and music cleanses it. Now then I hear footsteps and drawn swords. Not but boorish noise. I don't write my music for fools, but you've come all this way. I shall play my Requiem of Death for you. Leute, wer ist bis jetzt euer Lieblingscharakter? Also, ganz ernsthaft, Mozart. Das ist ja cool, Mann. Ich meine, Chu in der ersten Kampagne, der war halt so typisch Chu, halt cool und nett, aber ganz ernsthaft. Aktuell ist mein Lieblings-Servant Mozart, dann Marie Antoinette und ja, Jeanne. Die ist halt so ein bisschen Depri. Die ist schon gut. Ich meine, es ist verdammt nochmal Schandang. Also, Leute, gleich mal schön die schlechteste Servants. Aber das ist mir wurscht. Ich. Ah ne, so, zack. 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 Verdammte Lancerbrut, mal. Saberbrut. Entschuldigung, die Lancer sind ja wieder in Ordnung. Okay, Jeanne, wenn du danach übrigens nichts mehr vorhast, erstmal abgesehen davon, dass du deine wahre Liebe findest, du kannst natürlich auch dich gerne meinem Servant-Bund anschließen. Also ich hätte damit kein Problem, das ist nur so ein Gedanke, gell? Wenn dir langweilig werden sollte. So. Verlasse mich auf dich. Yeah. Yo. Leute, er kann Laserbeam schießen. Er kann Ketten aus allen Ecken raushauen. Er kann Blitze auf die Gegner schießen. Und es ist ein... Ja, wie gesagt, man kann nicht sagen, was er ist. Ein ERCS. ERCS. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht flappt, bleibt dumm. Bleibt Enkidu? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Enkidu ist ja aus Leben gebaut worden, um hier Gilgamesh zu bekämpfen. Wer das gerne noch mehr anschauen will, kann das hier mal wieder anschauen. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt, wo wir Gilgamesh Geschichte uns anschauen. Und jo, ganz interessant, ganz cooles Video. Nur so, da ist doch ein Rider und der Rider hat auch am meisten Leben.
Dann ist es was für unser Meisterassassinen. Oh, das taugt mir so sehr, dass die. Ich sag ja, die wie die. Also die beiden. Das ist so geil, wenn es um kritische Punkte geht. Schau dich an. Jetzt habe ich ein Combo mit beiden gemacht. Einmal abgesehen davon, dass ich mit Noble Fantasy habe, habe ich 41 Critical Points. Und jetzt schau dich mal. Jetzt wird wahrscheinlich jede Karte 100 Punkte haben, oder? Nicht ganz. Obwohl, 100, 100, 100. Nicht ganz, aber ganz dicht dran. ach komm, warte, machen wir es so. Das wird schon so klappen. Zack, 11.000 Schaden. Und dann hier noch ein bisschen Noble Phantasm Energie. Oh, ich war immer für die Noble Phantasm generieren, Mann. Und weil ich habe bei Jackie die krasse Noble Phantasm Karte. So, schicken jetzt aber wieder einen Server auf uns. Ich möchte mal wieder ein Service Battle, Service Battle haben. Ist auch natürlich auch nicht schlecht. Wer hat den besseren Service? Was machen wir? Einmal muss Enkidu angreifen. So. Voll ich es erinnert. Ich will Schaden angreifen lassen, ist wurscht. Bitte, Kill, bitte, tu mir den Gefallen. Weil ich glaube, wir haben noch nie das Noble Phantasm von meinem besten Freund Enkidu gezeigt. Und ich denke mal, das ist natürlich etwas, was wir ganz dringend nachholen müssen. Deswegen haben wir übrigens, er hat übrigens eine geile Fähigkeit. Increase Buster Cards Effectness, also stärkere Karten werden besser. Und irgendeine andere Karte, also entweder Arts oder Quick Card werden einfach so stärker. So eine geile Fähigkeit, Mann. Push mal ihn hoch, Mann. Also, wird sowieso tot sein, aber egal. Also, und deswegen hauen wir jetzt nun Enuma Elish raus. Kennt ihr übrigens das kleine, unbekannte Noble Phantasm von Gilgamesh mit seinem Tor von Babylon, wenn er eher auspackt und dann Gate of Boar und dann Enuma Elish raus hat? Ihr seht, wer das auch kann, unser kleiner Enkidu, der hoffentlich bald Level 60 ist und dann müssen wir mal schauen, dass ich den irgendwie wieder hochlevel. Auch wenn, wir haben ja schon mal geschaut, da brauche ich diese blöden roten Ketten, wo ich keine Ahnung habe aktuell, wo ich die herbekomme. Aber irgendwann werden wir die haben und dann pumpen wir die weiter hoch. Das wird unser, also wie gesagt, das sind meine Top-Servers. Auch wenn mir halt, wie gesagt, mir fehlt ein Saber, Mann. Aber man sieht nur so schlechte Savers. Ein 4-5-Sterne-Saber hätte ich sehr gerne, damit ich ein bisschen hier, ihr wisst schon, draufhauen kann. Weil Saber sind halt einfach, die machen einfach gut Schaden. So, oh, Raider. Das heißt, es ist Zeit, dass Mud-Mud kommt. Und wenn Mud-Mud kommt, dann sieht es leider sehr, sehr schlecht aus für die Gegner, weil ich habe meine gute... Oh, die arme Mud-Mud hatte echt keine Chance. Jack the Ripper. Ach. Geh einfach weg, Martha. Es bringt nichts. All that's left are the servants. Is everybody alright? Does anybody need healing? We're good here. What about you, Matt? I'm fine. Doctor, are they here yet? They're coming. Are you ready? Hello, everybody. What a lonely night. Weinen Sie? Who are you? Who? Let's see. I wonder who I am. I forced myself to be righteous saint. But in this world, I'm a slave to a broken one. Schau ich an, das sieht aus, als hätte sie geweint. A broken saint? Yes, thanks sir, my reason has left. And I've gone mad. I'm doing everything I can to hold myself back. What a mess this is. So, while I appreciate your hopes, I cannot join you. You don't want a servant who'll stab you from behind at every single opportunity, do you? Then why did you come here? My task was to observe you, but my warning reason whispers that I should test you. You face the Dragon Witch, disasters incarnate, riding on the ultimate dragon. If you cannot surpass me, you will never defeat her. Defeat me, plunge your blade into my heart without hesitation. My true name is Marta. Now come to me, Iron Dragon Tarrasque! Marta, Saint Marta, watch out everyone.
She once defeated a dragon with nothing but prayers. If she's a servant, that means... Let us see if you're capable of slaying me. She's a dragon rider. Genau, Tarrasque, das ist nämlich auch ihr Noble Phantasm, ein gigantischer Drachen, den sie einfach hier beschwören kann. Ein cooler Charakter, wie gesagt, deswegen war auch der erste 4-Star-Servant, den ich gezogen habe. Und ja, ist bekannt aus der Geschichte, die eben hier als gläubige Kriegerin einen Drachen bezwungen hat. Kannte ich, muss ich sagen, auch nicht. Aber man lernt ja nie aus und... Leider wird das kein Problem für uns sein, weil wir sie auslöschen werden. Ich kämpfe so gern gegen Riders, Mann. Wieso können nicht alle Gegner in diesem Spiel Riders sein? So, aber das ist ja ganz nett. Man kann ja auch immer hier über die Geschichte der Servants dann was lesen. Man muss natürlich mal sagen, die Geschichte von den Servants ist ja immer hier schön aufgebauscht. Also, wie gesagt, nicht alle... waren immer die, wie es hier immer gezeigt wird. Manche waren böser, manche waren netter. Aber manchmal übertreibt es halt das Spiel mit den Geschichten. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, Fate ist ja auch keine Geschichtsdokumentation. Es ist ja eine Geschichte. Und wie gesagt, auch wenn hier manche Sachen glorifiziert werden oder ein bisschen übertrieben werden, so den Grundgedanken der Geschichten kommen immer mit. Und es ist einfach geil, dass du halt so ein bisschen was über Charaktere kennst. Besonders halt diese ganzen asiatischen Generäle, also ganz herzlich auf Lu Bu und Liu Shuwen, okay, der war jetzt kein General, die ich halt in 100.000 Jahren nie kennengelernt habe, weil japanische Geschichte leider hat man uns auf dem Gymnasium eher weniger beigebracht. und das ist schon ganz nett, wenn du da immer so ein bisschen was überfährst und neue Charaktere und auch so Jeanne d'Arc zum Beispiel ist auch ein Charakter, kannte man schon in der Schule, aber auch jetzt nicht als so bedeuten und klar, man kannte es auch so vom Namen her, aber so bedeuten hast du eigentlich nie was über sie erfahren und ich finde das eigentlich ganz geil, wie gesagt, dass du nicht nur etwas über die erfährst, sondern auch heiß darauf gemacht bist, dich selbst mit dem Thema zu befassen. Das ist, finde ich, immer eine der stärksten, der größten Stärken an der Spiele-Serie und an den Animes und was auch immer, dass man eben heiß darauf wird, hier mehr zu erfahren. Ich hätte es auch irgendwann, wenn wir einen Partner machen, da werden wir uns auch nochmal die Servants ein bisschen genauer anschauen und mal so ein bisschen erörtern, was wir da so Schönes haben. Später gar nicht. Ich dachte, du bist der Heilige und dann schlägst du auf kleine Kinder? Was ist mit dir los, Mann? Jetzt, die Karten will ich ziehen. Warte mal, da können wir den instant killen. Machen wir das lieber so. Und ihr wisst, Noble Phantasm Zeit. Wird sie wahrscheinlich noch eine Attacke down sein. Alter. Wie viele Sterne hat sie generiert? 500. 34. Akzeptabel. Debuff Resist. Oh, hast du ja 1600 Leben geholt. Maliger Skill. Weichei. Was ist das eigentlich? Removes Buffs. Decreases Critical Rate. Tja. Aber das klappt ja jetzt nicht, gell? Doch, klappt. Haha, sehr schön. So, dann. Was, und was macht das? Chance afflict Charm on one enemy. Ja, Opposite Gender. Ist der Drache? Zählt es bei dem Drachen? Nicht, oder? Okay, Leute, wollen wir loslegen? Freilich. So, wir hauen jetzt hier Increase Quick Cards Effectness. Das gilt nämlich auch für das Noble Phantasm, denke ich. Haben wir noch eine Evade und machen wir noch eine Stärke. Und das wird jetzt leider ziemlich, ziemlich wehtun für dich, meine Gute. Also, zack, zack, zack. Weil gegen die Damenwelt macht dieses Noble Phantasm noch mehr Schaden. Schaut mal, steht sogar mal da. Alter! 3 und 3! Alter! Insgesamt 84.000 Schaden! Spinnst du da was, Mann? Ich habe halt größtenteils halt immer nur gegen diese Standardgegner gekämpft. Und
ein Drache scheinbar hat in dem Spiel kein Geschlecht. Was dann auch bedeutet, dass ich nie so richtig gesehen habe, wie dieser Effekt gegen die Damenwelt funktioniert. Aber das ist ja mörderisch, Mann. Jean, komm her, Mann. Ich mach mein Noble Fantasy. Du bist auch noch einen Move tot, Mann. Und wie gesagt, dass jetzt so ein krasser Noble Fantasy Rat hat, also wie sie es her, wie sie es bekommt. Ganz ernsthaft, Mann. Ich sehe gerade Spaß für alle Gegner. Aber wir wissen, der Haupt. Alle. 90% aller Charaktere sind irgendwelche hübschen Frauen in dem Spiel oder frauenähnliche Dinger wie Enkidu. Aber ganz ernsthaft, der große finale Boss des Spiels wird irgendein Mann sein. Weiß nicht. Irgendjemand. Der Leaf. Wir wissen es. Was heißt denn? Das ist ja im Endeffekt. Also, schauen wir mal. Ist er vielleicht selber ein Server? Das wäre auch ein interessanter Twist hier. I see. That's enough. Martha, did you? Hold back? Of course not. This is fine. It's fine this way. Seriously, don't make us massacre you. Listen, let me tell you one last thing. You'll never beat the dragon controlled by the Dragon Witch. There's only one way to surpass that type of dragon. Go to Leo, the city known as... Leo. Okay. Ach so. Okay. Eins bekannt als Leo. It won't be a saint who defeats the dragon, nor a princess. Ever since ancient times, only a dragon slayer is capable of killing dragon. Oh! Ich weiß, wie wir es holen. Siegfried. Ganz sicher Siegfried aus der Nibelungensage. Tarkask, I'm sorry. Next time, I hope I'll be summoned properly. Mad! Even Saint Martha can't resist her. She'd undergone madness enhancement. In addition to being summoned, perhaps it can't be helped. Normally, it would be impossible to even talk to her. The only reason we were able to communicate was because of her incredible self-control. Yes, she was a peaceful yet fierce as a person, I could tell. She is the Iron Saint. She is a woman like Adamant, who saw Sphinx with the fist in the end. They say she defeated the Tarrasque with a ceremony, but I bet she just beat it up. Anyway, thanks to her, we know where we're going. We should hurry, right? Let's get going to Leo. I'm surprised. Amadeus seemed like the type of person who would hate to travel on foot. No, Amadeus loved traveling. He's traveled to many places ever since he was a child. Well, I suppose it's true that I'm used to traveling. I'm getting excited. I wonder what and who wait for us in Leo. Come on, John. Let's get going. Right. Es wird zu 99,998% Siegfried sein. Der fällt mir zumindest ein, natürlich hier aus Apocrypha bekannt. Wurde leider schlecht gemacht durch einen furchtbaren Charakter, den wir alle, also den zumindest ich hasse, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Genau dieses Hackfressengesicht hier. Und deswegen, ja. Aber nun gut, wie gesagt, aus der Nibelungensage hat dort einen Drachen hier erschlagen. Und ich denke mal, das wird unsere nächste Aufgabe sein, den hier zu treffen. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Aufgaben. Ja, Sakrament noch meiner. Aber dann suchen wir den Drachen schlechter. Doch davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Fate Grand Order. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.